Mein Name ist Sari Erjigit. Ich bin Selbstmanagement-Coach und Trainer und ich begleite Menschen dabei, mentale Räume zu schaffen für strategisches Denken und kreatives Arbeiten und natürlich auch dafür, Räume für sich selbst zu schaffen. Selbstmanagement ist wichtig, weil wir in einer Welt leben, die zunehmende Volatilitäten hervorbringt, Unsicherheiten. Wir haben immer mehr Komplexität in unserer täglichen Arbeitswelt und gleichzeitig auch in unserem täglichen Leben. Und dadurch wird das ganze Leben beschleunigt und auch agiler. Und für diese VUCA-Welt, wie Experten sie nennen, brauchen wir Lösungen, zeitgemäße Lösungen, die nicht mehr dem entsprechen, wie wir vor 15 Jahren gearbeitet haben, als die Welt noch nicht so schnell sich gedreht hat. Selbstmanagement ist für jeden und insbesondere für Wissensarbeiter in Organisationen und gleichzeitig auch für Freiberufler, Lehrer, Lehrerinnen, Schauspielerinnen, Kreative, Agenturmenschen. Jedem hilft es, glaube ich, sich selbst zu managen und damit mehr Klarheit in sein Leben zu bringen. Ja, eine Frage, die sehr häufig gestellt wird: Was ist anders an Getting Things Done als an anderen Zeit- und Selbstmanagement-Methoden? Für mich sind die meisten Methoden tatsächlich Zeitmanagement-Methoden. Die haben sicherlich gute und starke Elemente in sich. Getting Things Done ist für mich mehr ein Ansatz als eine Methode, der sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Zum einen geht es natürlich um eine Methode, die mir dabei hilft, einen guten Workflow zu entwickeln. Und gleichzeitig hilft mir Getting Things Done, eine gute Haltung in mein tägliches Arbeiten zu bringen, nämlich dahingehend, dass ich bewusster arbeite und auch bewusster mit Verpflichtungen umgehe, gleichzeitig auch bewusster mit anderen Menschen umgehe. Und Getting Things Done setzt für mich deutlich früher an als viele andere Selbstmanagement- oder Zeitmanagement-Methoden, nämlich nicht erst an der To-Do-Liste, sondern vorher schon, wie entstehen Verpflichtungen und wie verarbeiten wir diese so, dass wir auch tatsächlich eine saubere, klare und nachvollziehbare Aufgabenliste kreieren können. Ich persönlich arbeite seit 4 Jahren mit Getting Things Done, also schon noch bevor ich als Trainer und Coach aktiv wurde. Und der Tag, an dem ich für mich beschlossen habe, dass Getting Things Done der für mich beste Ansatz ist, war ein Tag mit etablierten Kollegen, die schon lange als GTD-Coaches arbeiten und auch mit David Allen. Wir waren in einem Workshop und ich sollte eine Aufgabe erledigen über eine Excel-Tabelle und es war so, dass es etwas Zeit in Anspruch nahm und alle drei schauten mich ganz entspannt an und sagten, ja, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und ich sagte, naja, ich will euch aber nicht über Gebühr beanspruchen. Ich sagte, nee, das ist schon alles okay. Ich fing dann an meiner Tabelle zu arbeiten und alle drei klappten ihre Rechner hoch, beziehungsweise die dritte Person ans Telefon und ging raus. Und alle arbeiteten an ihrem Rechner. Und als ich fertig war, sagte ich, es tut mir noch mal leid, dass es so lange gedauert hat. Da haben sie gesagt, du, das war eine halbe geschenkte Stunde. Und ich konnte jetzt ganz entspannt in mein Getting Things Done Aufgabensystem gehen und schauen, was kann ich jetzt gerade am besten erledigen. Und da war ich total beeindruckt, dass jemand sagt, ich klappe auf und weiß sofort, was zu tun ist, ohne lange überlegen zu müssen, was ist denn jetzt überhaupt das Richtigste und Kraftvollste, was ich machen kann. Und da habe ich gesagt, das will ich auch.